So, wir beweisen jetzt mal folgenden Satz. Die Anzahl der zusammengesetzten Zahlen zwischen zwei benachbarten Primzahlen nehmen wir aber nur die größer gleich 3, ja, also nicht die 2. Die Anzahl der zusammengesetzten Zahlen zwischen zwei benachbarten Primzahlen ist stets ungerade. Also, was ist damit gemeint? Ne? Machen wir mal Beispiele. Was sind zwei benachbarte Primzahlen? Zum Beispiel die 3 und die 5. Die sind benachbart, weil es gibt keine Primzahl dazwischen. Wie viele Zahlen sind da dazwischen? Eine. Ne? Und die Anzahl der zusammengesetzten Zahlen zwischen diesen beiden benachbarten Primzahlen ist ungerade. So. Nehmen wir mal andere. Nehmen wir mal die 7 und die 11. Ne? 8, 9, 10 sind keine Primzahlen. Und wir wissen auch schon, wie viele liegen dazwischen. Drei Zahlen auch ungerade. Ne? Und so weiter und so weiter. Also es gibt nur, also die Anzahl der zusammengesetzten Zahlen zwischen zwei benachbarten Primzahlen ist ungerade. Wie können wir das allgemein beweisen? Naja, schauen wir mal. Gehen wir mal von der ersten Primzahl aus, von der linken Primzahl, ne? Diese Primzahl muss ja ungerade sein. Wäre sie gerade, wäre sie durch 2 teilbar und keine Primzahl. So. Also die linke Zahl hat die Form 2n plus 1. Diese ist also ungerade. So, jetzt nehmen wir mal an, wir machen also Widerspruchsbeweis, Annahme, die Anzahl der Zahlen, der zusammengesetzten Zahlen zwischen den beiden benachbarten Primzahlen, also hier hinten kommt nochmal eine andere Primzahl, ja, so, Annahme, die Anzahl der Zahlen, der zusammengesetzten Zahlen zwischen diesen beiden Primzahlen ist gerade. Das heißt, wir haben hier, eine gerade Anzahl von Zahlen dazwischen. So, und eine gerade Anzahl bedeutet, hier haben wir 2k Zahlen dazwischen. Hier haben wir 2k Zahlen dazwischen, das heißt, was müsste ich zu dieser Zahl hier dazu addieren, um auf diese Zahl zu kommen? Ja? Schauen wir mal hier oben am Beispiel. Hier müsste ich plus 1 dazu addieren. Nochmal plus 1, nochmal plus 1, nochmal plus 1. Also, um zu dieser Zahl zu kommen, müsste ich 4 dazu addieren. Also letztlich 3 plus 1. Ne? Weil wenn ich auf die 7 3 dazu addiere, dann komme ich zu der letzten zusammengesetzten Zahl, die noch vor der nächsten benachbarten Primzahl liegt. Also, plus 3 käme ich hierhin, 1 weiter käme ich zu der nächsten benachbarten Zahl. Das heißt, um von dieser linken Primzahl, auf diese Zahl zu kommen, müsste ich plus 2k rechnen. Ja? Und der eine Sprung hier hinten, der war noch plus 1.
Das heißt also, diese Primzahl hier hat die Form 2n plus 1 plus 2k und noch das letzte Sprung mit dazu nehmen, plus 1. Hätte also die Form 2n plus 2k plus 2. Hätte also die Form 2n plus k plus 1. Wäre also gerade, wäre durch 2 teilbar und damit keine Primzahl. Das kann nicht sein. Deswegen kann keine gerade Anzahl von zusammengesetzten Zahlen zwischen den beiden benachbarten Primzahlen liegen. Also muss diese Anzahl ungerade sein.